Leute, und herzlich willkommen beim nächsten Video. Vorab vielleicht mal gleich zwei Bitten, bevor ich euch sage, worum es hier geht. Natürlich gerne liken und auch kommentieren. Also viele schreiben ja über Instagram und so weiter. Richtig cool. Freuen wir uns immer auch. Aber gerne auch hier die Kommentare machen, weil der Algorithmus, der straft uns mal hier auf YouTube hin und wieder ab. Deswegen, also bevor ihr es immer vergesst, immer gleich den Like-Button reinhauen. Ihr wisst ja, es erwartet euch hier nur Qualität. So, und was haben wir hier heute? Wir haben Basketball hier auf der linken Seite. Wir haben TCG auf der rechten Seite. Und ich würde mal sagen, wir starten mit TCG rein. Wir brauchen nur noch einen kleinen Füller. Und dann gehen wir mal rein in Weiß-Schwarz Disney 100. Und das kennt ihr sicherlich. Das war auch ein schöner Break. Ich glaube, das war sogar im Wellnessurlaub in Tschechien oder so. To Infinity and Beyond. Buzz Lightyear kennt man natürlich. Das ist eine Gold Stamp. Also Gold Stamp ist natürlich bei diesen Karten das höchste der Gefühle, was man da haben kann. Bei diesem Disney. Und kriegen wir auch da das höchste der Gefühle? Jawohl. Das ist mal ein richtiger Banger zum Einstieg, Leute. Also hier Buzz Lightyear, Gold Stamp, richtig, richtig geil. Und das ist aus dem Pixar Set. Also das war eh ein super geiles Set. Okay, wir kommen ganz stark rein. Also um es mal, wie wir es immer so schön formulieren, die Achterbahn fährt rasant nach oben. Dann hier auch aus, das ist weiß-schwarz, aber das ist Marvel. Marvel auch ein geiles Set. Und das ist der Spider-Man. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Holo, wie man hier unschwer erkennen kann. Oder die Foil, Foil heißen die hier. Was haben wir hier? Boom! Ja, das sind halt diese japanischen Karten, die sind unschlagbar. Also die werden halt noch mit einer ganz anderen Liebe hergestellt, die Teile. Macht man nie was falsch. So, dann schauen wir uns noch die One Piece an. Die kommt ja aus dem Hause Bandai. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Lady nochmal heißt. Das ist Miss All Sunday. Und das ist Alternate Art. Hat auch einen schönen Effekt, die Karte. Und die ist auch eine 10 geworden. Richtig geil. Also richtig schöne Karte. Richtiges Brett und dann hier sieht man 3 Zehner. Und dann hier, wenn wir schon dabei sind mit dem Bitten und Betteln um Follows, auch hier gerne bei Whatnot, ich blende das Handle ein, auch hier gerne reinfolgen, weil wir machen hier viele schöne Karten und auch Singles, und zwar auch aus diesem Bereich hier. Also da kann man auch einiges mitnehmen. Und dann hier eine schöne Prism Monopoly, das war zu meiner Monopoly-Suchtzeit. Da habe ich viele Markenkarten mir geholt. Aber die hat halt auch so hier so einen richtig coolen Holo-Effekt. Und die Monopoly Prism sind schon was Besonderes. Wer weiß, ob es die nochmal gibt in der Form. Und das ist Premium Factory Set. Und die war zu, ja, 150. Also das ist bei dem Set auch noch was ganz anderes. Und wir haben einen neuen abgesandt. Also solider Start. Gehen wir rein. Laurie wird sich eh diese Saison noch mal mehr verbessern. Und na, schauen wir mal, wie es mit Utah weitergeht. So, dann eine Karte, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich glaube, da geht ein Shoutout raus an den lieben Kimbo Jones, weil bei seinen 1 Million Wegboxen, die er in Chicago aufgemacht hat, war, glaube ich, die hier dabei. Und dann hat er mir die netterweise einfach so überlassen. Also hier Father's Day Pack. Ja, das sind diese Father Days Pack, die man ja dann da dazu bekommt, wenn man eine gewisse Summe kauft. Und auf den Nationals, da gab es ganze Boxen davon. Und da ist er natürlich dann da reingegangen, hat gerippt, bis der Arzt kam. Und hier zu 25 ist natürlich richtig geil. Purple, Panini Father's Day, und wir haben einen neuen mitgenommen. Also nochmal muchas gracias, Kim. Ey, super großzügiger Dude. Vielen Dank dafür. So, dann gehen wir mal hier in die Nummer 1 rein, nämlich den guten Paolo. Ich glaube, das ist eine Panini, ja, Contenders. Und zwar, das ist dieses berühmte Lottery-Ticket, wo richtig Disco ist.
Das sieht richtig gut aus. Lottery Ticket, Contenders und wir haben eine 10. Okay, nice. Also Paulo Banchero zu 10. Oder mit einer PSA 10 zu 10. Also Paulo Banchero zu 10, Contenders, Lottery Ticket, richtig nice. Weiter geht's mit Jaden Ivey. Boston kommt ja gerade nicht so richtig in Tritt. Aber die Karte ist natürlich auch richtig geil, nämlich Works in Progress. Rookie aus, also aus Court Kings oder ja, Court Kings. So, Court Kings, Works in Progress, Jaden Ivey und wir sehen eine 9. Also der ist echt ein geiler Rookie und die Karte ist halt auch wunderschön. Nimmt man sowas von mit. Dann kommen wir hier zu einem bisschen älteren Jahrgang, weil Shea gerade hier echt auf dem Sprung zum Superstar. Und das ist eine New, Illusions New Year oder Revolution. Revolution ist es nicht, Illusion. Und das ist eine Rookie von ihm. Und zwar eine schöne Chinese New Year. Also auch hier nochmal richtig Disco. Genau, Chinese New Year von 2018. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich wusste gar nicht, dass er von den Clippers gedraftet wurde. Und bang, haben wir eine 10 abgesahnt. Richtig, richtig nice Karte. Vor allem der Junge, der wird dieses Jahr noch mehr durch die Decke gehen, als er es ohnehin gemacht hat. Und dann werden wir da noch gute Sachen sehen. Und das hier ist natürlich, da haben wir, ja, jetzt will ich nicht spoilern, mindestens eine Karte gezogen, die leider nicht. Aber die haben wir uns mal gegönnt. Ist ein Case-Hit aus Mosaik. Und zwar Razzle Dazzle. Also das kannte ich vorher nicht, aber es sind natürlich richtig schöne Karten. Also ich weiß nicht, das hat es mir richtig angetan. Und da haben wir uns die mal gegönnt, mal so ein bisschen hinzuarbeiten, das Set vielleicht zu komplettieren. Und das ist, ja, Giannis, Razzle Dazzle. Und jetzt komm schon. Lass uns mit einem Banger rausgehen und bang, da ist er. Okay, das ist natürlich geil. Giannis Case Hit und eine 10. Nimmt man aber sowas von mit. Richtig schöne Karte. Richtig clean Karte. Also wir haben ja echt ein paar coole Hits rausgeholt. Also da muss man sagen, die hier haben mich auch sehr gefreut. Die Father's Day hat natürlich da auch, ist auch, hat einen gewissen, natürlich nicht nur einen gewissen, sondern auch einen hohen emotionalen Wert, wenn man das da gemeinsam gepult hat auf der National und der Kim das dann hier verschenkt hat. Die wird natürlich auch nie die Sammlung verlassen. Okay Leute, also, wenn euch das gefällt, ja, ihr wisst Bescheid, lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Kommentiert fleißig, welche Karte ihr besonders gut fandet. Und dann bis zum nächsten Video.